from shadow. To cleanse your despair in their blood. Und willkommen zurück zu Warframe. Es wird mal wieder endlich Zeit. Und es geht um den Jadeschatten. Lass den Kampf in Momenten der Verzweiflung mit diesem Lied widerhallen. Jadeschatten bringt dir den neuesten Warframe. Jade. Also Jade. Die glorreiche Vorbotin von Leben und Tod. Tauche mit dem neuen Spielmodus Aufstieg und der neuen cinematischen Quest in lange gehütete Geheimnisse des Ursprungssystems ein. Neue Quest, neues Video. Ne, ist ja klar. Update-Höhepunkt, vollständige Update-Notizen. Natürlich, natürlich. Triff Jade. Der neue Warframe singt Lieder der Verwüstung und erinnert an die feierlichen und doch melodischen Hymnen eines Chors. Während er auf den zahlreichen Schlachtfeldern des Ursprungssystems Leben und Tod verkündet. Durch sie kann das Jadelicht eine Quelle der Zerstörung oder Unterstützung sein. Schön, schön, schön. Steige in einen neuen Spielmodus hinauf. Na klar, der neue Spielmodus, wir stellen unseren neuen Missionstyp vor, Aufstieg. Das Versteck des Stalkers wird von marodierenden Korpusstreitkräften belagert. Aber das, was sie haben wollen, muss geschützt bleiben. Bring dein Warframe-Gameplay mit diesem Spielmodus auf ein neues Niveau. Na mal schauen. Verfügbar auf Uranus nach Abschluss der Quest Jadeschatten. Natürlich. Verbünde dich mit dem Stalker. Lüfte die älteste. Achso. Die ältestes Geheimnis? Das ist, ja. Ja, das älteste Geheimnis? Ja, lüfte das älteste Geheimnis des Stalkers in unserem neuen filmischen Abenteuer. Das ist Google übersetzt, oder? Jadeschatten. Wage dich in sein Versteck, um die Wahrheit aufzudecken und stelle dich den Folgen, die sich daraus ergeben. Schließe die Quest Der neue Krieg ab, um diesen Inhalt zuzugreifen. Also, neue Krieg muss abgeschlossen sein, sonst nix da, neue Quest. Gut. Neue Feinde Jadelicht Eximus. Diese neuen Eximus-Varianten sind überall, wo Eximus erscheinen, aber hüte dich vor ihrem Jadelicht. Oh, ich muss aufstoßen. Ich habe erst gegessen. Entschuldigung. Diese Feinde setzen einen Strahl ein, der zunehmenden Schaden verursacht, je länger er dich berührt. Beeil dich daher. Also schnell töten. Das ist in Warframe jetzt nicht unbedingt unüblich. Erledige deinen Feind schnell und manövriere ihn aus, um zu überleben. Ja, ich denke so schnell. So, Änderungen an der Skalierung von Feinden und Status. Okay, schau dir die neuen Änderungen an der Skalierung und dem Status
der Feind in deinem Arsenal an. Ja, ja. Rüstungsreduzierung wurde durch unsere Überarbeitung der Rüstungsskalierung verbessert. Aha. Die Anzeige von Schwachstellen von Feinden kann auf jedem Knoten eingesehen werden und wurde vereinfacht, um hilfreicher bei der Bildoptimierung zu sein. Okay. Sieht der Kälteexplosion zum Magnetschaden mit Änderungen an diesem Statustyp und viel mehr an. Okay, also Status ist wieder verändert, sollte man mal drüber gucken. Für weitere detaillierte Informationen, na klar, schaue ich mir einfach die Statis an. So, eine frische Runde an Fashion Frames. Na klar. Schlage mit der Kraft von Yareli Pandea aus den Tiefen der Wasser zu. Okay, sieht wild aus. Sieht wirklich wild aus. Mit ihrer neuen Deluxe-Skin-Kollektion. Okay, dieses Update enthält auch neue Tenogen-Kreationen der Community-Künstler Reku, Lubox, Lost Epoch und Duster Creations, Ventralhound und Surf. Schön, schön, schön. So. Kollektion Jade. Ja, für Jade und den ganzen Kram. Jades Ensemble, ja. Die Waffen, die neuen. Yareli Skin. Und Landungsschiff-Skin Terror. Okay, sieht eigentlich auch ganz gut aus. So spielst du. Ja, nee, das, hab so eine Ahnung, wie ich spiele. Schauen wir einfach mal rein. Da sind wir nun wieder. Und es gibt natürlich eine neue Quest. Eine neue Quest. Jadeschatten. Schwuppdiwupp. Der Stalker verbindet sich mit seinem Erzfeinden auf dem beschwerlichen Weg zur Wahrheit. Im Versuch, das älteste und tiefste Geheimnis seiner Vergangenheit zu verstehen und einen unermesslichen Verlust abzuwenden. Sehr gut, sehr gut. Operator, did you hear that? It said Cosmic Background Radiation is a riot. Natürlich, Oris. Wir wollen das natürlich beginnen. Da fackeln wir nicht lang. Inhaltswarnung. Diese Quest enthält traumatische Szenen im Zusammenhang mit Mutterschaft. Ui. Jadeschatten dauert ungefähr 30 bis 40 Minuten. Kommt drauf an, wie viel Zeit man sich lässt. Während dieser Zeit kannst du nicht an anderen Warframe-Inhalten teilnehmen. Das ist in Ordnung. Zum Bestätigen gibt Schatten ein. Ich muss das echt bestätigen? Ist in Ordnung. Schatten. All your dreadlong life, you have lived with despair. Anguish. Hatred. But none of these compare to your guilt.
stehen wir. Und sollen den Federn folgen. Hi, ich bin's. Der Stalker. Ich liebe es jetzt schon. Ich glaube, dafür muss man... Warframe schon länger kennen. Um genau das hier zu lieben. Wir folgen den Federn. Und gucken uns trotzdem alles an. Oh. Das sind Warframe-Köpfe. Das ist jetzt so... Nun. Also. Dinge geschehen und so. Jetzt die nächste hier. Her light is dying. Her life almost spent. And you will never learn why this unknown slaughterer chose to spare you. Hilf ihr. Tröste sie. You know whose help she needs. Will you let her drown in your despair? Or will you sheathe your hate and ask them? Never. Finde Medizin für sie. Wir nehmen den kurzen Weg. Dann gehen wir mal los. Allein. Alles nur nicht das. Spionagemission, natürlich. Still you delay. You doom the only one you ever wish to save through your own stubbornness. Und wir haben natürlich die Dread, die Despair und die Hate am Start. Ich bin ein bisschen begeistert. Und wir sind bei den Corpus. Auf Spionagemission. Schauen wir mal. Ist er sogar gemoddet? Ich bin ja begeistert ein bisschen. Wo gehen wir hin? Ist eigentlich ziemlich egal. Wir gehen A, B, C und so weiter durch. Da kennen wir doch nichts. Mein Freund. Kann ich hier auch? Ich darf. Das ist ja schön. Der hat sogar Auto-Hack drin.
bisschen Hate hätten sie ruhig ein bisschen mehr modden können. Da hätte ich jetzt nicht mal so was dagegen gehabt. Okay. Nummer uno. Wir wollen ja nicht gleich einen Alarm auslösen. Das reicht auch später. Wir müssen da hoch. So. Zack. Zack. Und da bin ich schon. Ah, erledigt. How did we just lose a significant percentage of our bioplasma reserves? Well, hello? Any techs care to run a diagnostic? Na klar, Captain. Versucht's. So, aber ich muss mal weiter. Also, ich muss wieder hoch. Auf zu B. Dum-dum-dum. Oh. Warte mal. Der ist da runtergefallen? Mein Beileid. Oh, next. Ey, hat schon jemand geklaut? Aus dem Regal? Das ist ja frech. Das ist mein Loot. Boah, lange keine Corpus-Spio mehr gemacht. Schauen wir mal, wo wir durchkommen. Kann ich aufmachen. Ah, da sind welche drin, okay. Sehr schön. Okay, alles aus. Wie ging denn das aus? Ich glaube, da bin ich immer einfach durchgerannt. Irgendwo kann ich die Laser ausschalten. Die zwei sind nicht aktiv.
alle nicht aktiv. Das ist schade. Wie konnte man die ausschalten? Ich habe ja sowas von überhaupt keine Ahnung. Nee, auch nicht aktiv. Das jetzt einfach mal gekonnt lösen. Ja, wow. Das hilft mir jetzt nur bedingt. Da komme ich nur unten durch. Ja, das hilft mir jetzt alles nicht so. Es ist so lange her. Auf der anderen Seite noch ein Durchgang. Ah, der ist, glaube ich, genauso. Ja, der bringt mich halt dorthin. Das hilft mir jetzt auch nicht so richtig. Dann machen wir trotzdem mal auf. Lang, lang ist's her. Ja, dann nehme ich die übliche Variante. That's no system fault. We've got an intruder. Triple robotic security on all vaults. Schön. Oh, da ist ja noch einer. Nicht ausweichen. Macht man nicht. Wie dem auch sei, A und B ist erledigt. Wir gehen über zu C und D. Drohne nicht aktiviert war, verstehe ich auch nicht. Aber ist akzeptabel. Ah, mittendurch. Rechts oder links, wir gehen der Reihenfolge nach. Treffen möchte manchmal gelernt sein. Jetzt stirb. Open up. Oh. Wir nehmen den Weg. Hallo. Ah, der war doch gut. Das geht aber nicht sehr hoch. Nun. Achso, ich kann die, glaube ich, ausmachen, ne? Schön. Das war C. There. Camera 5. What
is that thing? Tenno? Nee. Fight like a Tenno. Na doch. Troops, monitor. But keep your distance. Am I on? Intruder! This is Captain Zito of the Ardent, in service to mighty Parvos. Whoever you are, stand down. Your actions will not be tolerated. Von wegen, kämpft nicht wie ein Tenno. Kämpft eigentlich haargenau so. Weil er mehr das ist als alles andere. So. Ich will gerne hier rein. Danke. Ach ja. Easy. Well done, whatever you are. It seems you have what you came for. But why? He's a what? Read me that entry again, Ensign. But what use would the Tenno Hunter have for medical-grade bioplasma? Track him. Es geht dich ein Scheiß an, wofür ich das brauche. PlayStation.